Die Alkus-Vollkunststoffplatte wird einbaufertig für das MEWA-Mammut-Schalungssystem geliefert. Sie kann daher in wenigen Schritten eingebaut werden. Zuerst wird in den Ecken der Plattenauflagenfläche Silikon aufgebracht. Das soll verhindern, dass Betonschlämme zwischen Rahmen und Platte rinnen können. Danach wird die Alkus-Vollkunststoffplatte eingelegt. Die Platte muss im Rahmen ausgerichtet werden. Umlaufend sollte der Abstand zwischen Rahmenlippe und Platte ca. 2 mm sein. Anschließend werden für die Befestigung mit Nieten von der Sichtseite Löcher in die Platte und Rahmen gebohrt. Um die Niete flächenbündig in die Platte einbringen zu können, wird diese mit einem Senker mit Senkanschlag mit 120 Grad angesenkt. Die Alkus-Platte hat eine sehr hohe Lebensdauer. Daher wird sie mit Stahlnieten befestigt. Für das Vernieten können handelsübliche elektrische oder pneumatische Nietpistolen verwendet werden. Der Spalt zwischen Rahmenlippe und Platte kann, aber muss nicht zwingend, mit Silikon aufgefüllt werden. Da die Alkus-Platte nicht quillt oder schwindet, wird sie rahmenbündig eingebaut. Das garantiert ein optimales Fugenbild.